meine Freunde, heute werden wir geistkranke Konsolen von einem 200 Meter hohen Turm aufprallen lassen. So, Lukas, jetzt kommt das Finale. PlayStation 5 vs. Xbox, die neuesten Konsolen. Okay, 3, 2, 1, go! Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird es geisteskrank. Erstmal habe ich einen Special Guest dabei und zwar Lukas. Was geht, Bruder? Mann. Leute, heute wird es so krass. Wir werden heute machen PlayStation vs. Xbox und werden Konsolen von einem über 200 Meter hohen Turm fallen lassen. Ihr seht ihn hier. Bruder, der ist so hoch, Alter. Es wird geisteskrank. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was findet ihr besser, Xbox oder PlayStation? Und Leute, ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja natürlich alles abgesperrt, alles abgeklärt. Hier sind rundum Leute, die aufpassen, dass hier auf jeden Fall nichts passiert. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern let's go. Wir beginnen mit der ersten Runde. So, Leute, let's go. Jetzt kommen wir zur ersten Sache, Digga. Wir sind hier in, keine Ahnung, 200 Meter Höhe. Ich hab voll Schiss. Aber Leute, erste Sache. Cola versus Fanta, Leute. Oh mein Gott. Leute, das wird die erste Sache sein, die wir droppen. Digga, es ist so krass hoch hier. Let's go und go! Oh mein Gott, Digga, ist bis zum Auto geflogen. Alter, Leute, das ist wieder viel zu krass gewesen. Ich glaube, beides ist komplett kaputt, oder? Hey, lass mal runtergehen, gucken, oder? Ja, ja. Komm, wir gehen mal kurz hin. So, Leute, wir sind jetzt unten. Lass mal kurz gucken, wie die Fanta-Explosion abgegangen ist hier. Ach. Ey, guck mal, da ist eine noch heile. Ja. LOL, Bruder. Der geht's noch gut. Ich würde jetzt nicht mehr trinken, willst du mal testen? Und? Alter, das ist Zero! Oh, Zero, ich mag kein Zero! Boah, guck mal, auch Cola hat dir noch heile eine. Alter, Junge, wie das hier aussieht, wie so ein Schlachtfeld. Ey, warte mal, ich. Achtung, die wird explodieren. Ich klopp die dahin. So, Leute, denkt dran, das ist kein Lebensmittelverschwendung, ist alles abgelaufen. Komm! Geil, ey. Oh mein Gott, Digga. Alter Schwede. Ja, das hat's komplett zerfetzt, aber die sind teilweise noch heile, ne? Ja, das ist krass. Krass. Dann würde ich sagen, let's go. Wir gehen jetzt wieder hoch und kommen zur Sache Nummer 2. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen bei Smith Toys und ich würde sagen, Lukas, du suchst dir jetzt eine Sache raus und ich suche mal eine raus. Wir verraten euch gleich erst, was es ist. Bist du dir so? So, Lukas, bist du bereit? Digga, das ist ein Traum, dieses Geschäft einfach, ne? Ja, ist geisteskrank, Mann. Lass mal gucken, was wir hier Schönes finden. So, okay. Let's go. Lukas, also, was nimmst du? Ja, ich habe mich entschieden, ich nehme meinen eigenen Wagen, Leute. Wie gesagt, okay. Ihr seht es ja nochmal in derselben Farbe auch. Ihr seht mal im Vergleich eigenen von meinem echten Wagen. Und ich nehme die Corvette. Das ist zwar nicht genau mein Modell, aber... Aber eigentlich dieselbe Farbe auch, ja, oder? Deswegen, ich nehme die Corvette. Ja, und ihr seht mal hier Marvins Corvette eingeblendet. Genau, let's go. Leute, nicht wundern, die hat nämlich aktuell einen Getriebeschaden. Warum ihr euch wundert, warum ich mit dem Auto nicht fahre. Aber wir nehmen die hier. Da würde ich sagen, lasst ihr let's go mal bezahlen gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt ganz oben angekommen und die Kaufszene habt ihr auch gesehen und ich würde sagen, let's go. Ich hole jetzt meine Corvette raus und du nimmst dein GTR. Junge, ich will den jetzt sowas von droppen lassen. Mal gucken, ob meiner besser durchhält. Ich glaube schon. Nein, du verlierst. Doch, ich gewinne, Leute. So, guck mal, hier ist er schon. Ja. Also Marvin, der GTR ist ready zum Droppen. Oh mein Gott. Junge. Ich würde sagen, natürlich, Leute, kleiner Größenunterschied, aber muss nicht unbedingt besser sein, dass es groß ist, weil dann ist es auch schwerer und es fällt schneller. Ja, hoffentlich überlebt die das. Okay, Marvin. Let's go. Hier sind unsere beiden Autos. Let's go. Oh mein Gott. Alter, Bro. Das ist geisteskrank. Ich will den eigentlich gar nicht fallen lassen, ne? Ich auch nicht. Ich würde sagen, ziehst du durch? 3, 2, 1, go! Oh! Oh mein Gott! Meiner ist so voll weggeflogen. Junge, war das geisteskrank. Digga. Okay, Leute, wir müssen jetzt mal nachschauen, welcher ist noch heile. Ich würde sagen, da fragen wir jetzt mal ganz unten unseren Sicherheitsmann. Sieht eigentlich gut aus. Okay, und wie sieht der GTR aus? So, zeig mal den GTR. Ich würde sagen, der GTR hat verloren. Der hat am meisten Damage. Oh, let's go, Leute! Ihr seht jetzt gerade nochmal die Autos oder habt sie gesehen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Seid ihr auch der Meinung, dass die Corvette gegen den GTR gewonnen hat? Unten rein damit. Ich würde sagen, Lukas, let's go zur nächsten Runde. Ja. So, Freunde, jetzt sind wir bei der nächsten Sache angekommen und zwar Bälle. Und Lukas, du darfst dir erstmal überlegen, was für einen du haben willst. Ja, Marvin, also ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mich tatsächlich für den Fußball entschieden. Und ich muss nur gucken, welcher gut aufgepumpt ist, dass der nicht kaputt geht. Oh, ich glaube, vielleicht sogar dieser grüne. Hier sind auch noch welche, also vielleicht sind die besser. Ja, der ist gut hier. So, Freunde, ich habe mir was Geisteskrankes überlegt. Und zwar, ich nehme einen lockeren Basketball, ne? Oh, denn ja. Ich bin auch eigentlich Basketballprofi, ja? Ja. Ich habe es voll drauf, sage ich dir.
Ey, der wäre drinne. War schwach, Marvin, aber. Ey, komm, der war gut. So, Freunde, ihr habt's gesehen, wir haben die Sachen gekauft. Jetzt sind wir wieder am Start. Ich habe meinen Basketball. Ja, Mann, ich habe den Fußball. Und ich würde sagen, lass uns machen, welcher am höchsten wieder zurück. Also welcher wieder. Ja, würde ich auch sagen, ja. Bist du bereit, ich Lukas? Ich bin bereit. Let's go, wir ziehen durch. Okay, 3, 2, 1, go. What? Alter, der Basketball ist ja viel krasser. Ja, der Punkt geht an mich. Ja, ja. Guck mal, wo die beiden Sachen liegen. 2-0, glaube ich, steht jetzt irgendwie oder so, ne? Ach, Mann, Junge. So, Leute, da ist der Fußball unbeschädigt und der Basketball da hinten. Okay, Leute, jetzt geht's los. Hier haben wir die PlayStation 2 mit Spiele und allem drum und dran. Das wird meine Konsole sein, die wird gegen Lukas seine antreten. Junge. Oh mein Gott, schau mal, Digga, hier sind noch die Spiele dabei. Lol. Und als ob das, Digga, guck mal, der Controller ist noch hier. Alter. Ja. So, hier haben wir die Konsole. Bro, wie klein ist die, Bro? Alter. Ich vergleich die mal mit einer PS5. Ja, die werden wir auch noch unterballern. Leute, das ist einfach fast so ein iPad, ungefähr nur. So, das wird meine sein, jetzt geht's zu deiner. Also Leute, ich habe auf jeden Fall hier eine Xbox 360, auch eine richtig krasse OG-Xbox-Konsole. Leute, auf jeden Fall, die ist schon um einiges fetter wirklich, also ultra krass. Und da habe ich natürlich dann auch geisteskrank viele Controller dabei. Guck mal, 1, 2, 3 und 4 Stück sogar, Leute. Das wird unnormal krass. Lass einfach Konsole und einen Controller droppen, okay? Ja, lass machen. Okay. Okay, Leute, PlayStation vs. Xbox in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Alter, Bro, das ist komplett zerfetzt. Alter, ich glaube... Ey, ich bin gespannt, was der Kameramann sagt, wer den Punkt kriegt. Alter, Bro. Oh mein Gott, das alles Schrott. Ihr seht's gerade. Junge! Was sagt der Kameramann? Hat gesagt, die Xbox hat besser überlebt. Oh, let's go, Bro. Hä, die Xbox hat gewonnen? Ja, Punkt geht an mich, würde ich sagen, ne? Junge, let's Ey, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin der Meinung, PlayStation ist krasser gewesen, Alter, wirklich. So, Freunde, jetzt kommen wir zur nächsten Sache, und zwar Actionfiguren. Und ich habe mir überlegt, ich nehme den hier, Spider-Man. Oh ja, Klassiker. Also Marvin, meine Wahl ist hier eindeutig Batman. Ja. Und zwar, guck mal, alleine vergleichen wir nur mal, wie viel Kraft die haben. Schau mal, meiner ist deutlich breiter und deswegen wird er deinen zerstören. Ich bin gespannt, Leute. Let's go. Lasst es runterkloppen. So, Freunde, let's go. Kaufszene habt ihr von auch gesehen und wir sind oben und hier haben wir es. Spider-Man vs. Batman. Welches Team seid ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Checkt unbedingt Lukas auch nach dem Video ab. Dort haben wir auch eine geisteskranke Folge gedreht. Samsung vs. Apple müsst ihr euch unbedingt geben. Ja, unten verlinkt, unbedingt anschauen. Also Leute, ich würde sagen, wir packen jetzt mal hier den Batman aus. Marvin, ich habe den ja extra genommen, weil Batman ist so körperlich viel, viel stärker als Spider-Man. Ja, du wirst keine Chance haben. Also Marvin, hier ist einmal der originale Batman. So, Leute, hier ist dann Batman am Start, Digga. Das wird geisteskrank, okay? Bruder, let's go, Spidey. Ich bin ready. Ey, guck mal, allein wenn die hier so nebeneinander stehen, Bro, schau mal, wie krass meiner ist. Ich bin krasser, vertrau mir. Lukas, bist du bereit? Ich bin bereit, Marvin. Batman vs. Spider-Man. Ey, ich mach auch nicht hingucken, aber ich guck mal weg. Ich mache hier eine geheime Taktik, wie der Batman auf jeden Fall besser überleben wird. Bist du bereit? 3, 2, 1, go. Oh! Nein! Lol, meiner ist noch ganz, glaube ich. Nein! Hast du gesehen, wie gut meiner überlebt hat? Ja, ich glaube das ganz. Guck mal, was der Kameramann sagt. Sieht jetzt gerade noch mal. Der ist noch ganz, ne? Wer hat gewonnen? Batman! Ja, nein, Batman hat gewonnen! Go, Junge! Oh, Junge, ihr seht, so sieht's Punkt halt aus, Marvin, nicht. Ne? Dann würde ich sagen, let's go, nächste Sache. So, Freunde, jetzt kommt das Finale. PlayStation 5 versus Xbox One S, Digga. Let's go, Digga. Das wird alles entscheiden. Ich bin gespannt. Pack aus erstmal den Kram. Ja, Leute. Also ich muss dazu schon mal sagen, ich hatte persönlich noch nie eine Xbox, aber ich übernehme die heute mal. Und, okay. Feierst du PS5 mehr oder Xbox, Marvin? Oh, schwierig. Beides geil. Ganze Zubehör noch da drin und alles. Komplett neu. Ja, echt. Digga, Marvin, also ich weiß auch nicht, ne? Was wir hier wieder machen. Ja, geisteskrank. Let's go. So, Friends, jetzt wird die PS5 ausgepackt. Oh mein Gott. Einfach noch komplett eingepackt, alles dabei. Bro. Junge. Ihr seht auch noch komplett. Richtig guter Zustand noch. Ja. Das Ding hauen wir jetzt runter. Lukas, bist du bereit? Ich bin bereit, Marvin. Oh mein Gott. So, Lukas, jetzt kommt das Finale. PlayStation 5 vs. Xbox, die neuesten Konsolen. Bro, Digga. Mein Herz, ne? Es ist so schwierig. Das tut so weh. Leute, das ist auch wirklich, die Notunterhaltung natürlich auch, ne? Und wir wissen auch die Konsolen zu schätzen. Macht sowas nicht nach. Einfach nur für euch, für die Unterhaltung. Ich würde sagen, Marvin. Okay, 3, 2, 1, go! Nein! Alter!
Oh mein Gott! Bro, das ist komplett eskaliert. Lass mal runtergehen und gucken, oder? Ja, ja. So, Lukas, jetzt kommt das Finale. Ja. Was hat krasser überlebt? Das letzte PlayStation oder die Xbox? Junge. Bruder, das ist schon mal die beste. Alter, warte mal. Ey, die Xbox hat komplett ihren Mantel hier verloren an der Seite. Ist gebrochen. Ja. Aber guck mal, meine ist immerhin noch, guck mal, die ist noch an einem Stück. Und schau mal bei dir. Guck mal, das ist hier auf der Seite komplett abgegangen. Also ich finde, die Xbox hat gewonnen. Boah, ich weiß es gar nicht genau. Also, Leute, die ist komplett im Eimer. Ja. Die ist 5. Aber Leute, ich glaube, ihr müsst in die Kommentare schreiben, wer für euch gewonnen hat. Es ist schwierig. Es könnte gut sein. Leute, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Ganz, ganz wichtig, checkt unbedingt Lukas ab. Unten erster Link unten in der Videobeschreibung, da kommt ihr zu seinem Video. Und ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Chaos und tschüss mit Ö. Ciao.